Kaffee und Kuchen auf dem Tisch, dazu ein Gläschen Sekt und alles direkt neben dem Ebendorfer Steinbruch. Seit April 2017 gehört das Gelände am Ortsrand einem Zusammenschluss aus dem Kultur- und Heimatverein Ebendorf und dem Tauchclub TSC Delfin aus Magdeburg. Und in der Zwischenzeit ist schon einiges erreicht worden. Jetzt der offizielle Akt der Namensgebung, denn der Gemeinderat hat den Namen Georg-Schulze-Steinbruch genehmigt. Georg Ernst August Schulze, geboren am 3. März 1899, gestorben am 30. April 1984, kam, nachdem er den Ersten Weltkrieg als Soldat überlebt hatte, 1928 als Lehrer nach Ebendorf. Mit einer Unterbrechung, denn er hat auch den Zweiten Weltkrieg als Soldat mitgemacht, hat er als Lehrer bis zu seinem Rentenalter und darüber hinaus hier gearbeitet. Viele alte Ebendorfer können sich noch erinnern an ihre Jugendzeit. Da haben die beim Lehrer Schulze hier ihren Schwimmunterricht gemacht. Der Schulze hat sich immer um den Erhalt dieses Steinbruchs gekümmert. Er hat also auch immer Wettkämpfe ausgelobt. Ganze Klassen haben hier einmal im Jahr einen Wettkampf gemacht, einen Schwimmwettkampf. Und insofern war sein Leben auch sehr stark mit diesem Steinbruch verbunden. Und wir wollten eigentlich die Gelegenheit nutzen, auch ihm ein Denkmal zu setzen. Und bis heute ist er bei den Schülern von damals in guter Erinnerung. Jetzt ist ja Schwimmunterricht zur damaligen Zeit nicht unbedingt üblich gewesen. Nein, wir haben uns nachmittags hier getroffen. Er hatte eben auch außerhalb der Schule hatte er Zeit. Dann kam er hier hoch und wir waren einfach da. Ja, am Ende gab es aber das Freischwimmerabzeichen. Und vor allen Dingen das Zeugnis, was er selber noch nach dem Krieg, also wo wir uns erinnern, nach dem Krieg aus... Ich weiß ja nicht, wo draußen das gemacht hat, so ein komisches Ölpapier. Alles handgeschrieben und hat dann eingetragen, was wir für Leistungen vollbracht haben. Aha. Und jetzt gibt es die Geschichte, dass Sie das Zeugnis nicht bekommen haben. Ja, also ich bin Schwimmen und von 1 Meter und von 3 Meter ein Beinsprung. Das hat er nicht akzeptiert. Es musste 1 Meter Kopfsprung sein und somit habe ich bis heute kein Blatt Papier. Aber mein Mann hat eins und das haben wir heute noch. Im Rahmen der kleinen Zeremonie wurde eine provisorische Tafel enthüllt, die erklärt, warum der Steinbruch jetzt den Namen eines geschätzten und über seinen Tod hinaus verehrten Lehrer trägt.